Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Wir haben es mal wieder geschafft. 1 Million Blutpunkte und 200.000 in Reserve, weil wir hier noch genug Blutsplitter haben. Und wir leveln ein bisschen. Ich habe mir überlegt, lass uns doch den guten Evan einfach fertig leveln. Wir haben letztes Mal 16 Level geschafft, hattet ihr erzählt. Das bedeutet, wir müssten jetzt noch 10 Mal hochleveln, wenn ich das alles richtig aufgeschrieben habe. Okay, wir haben hier Franklins, wir haben hier K.O. mit einer schönen Kiste davor. Und da bekommen wir dann ja auf jeden Fall ein lila Item raus. Das ist jetzt ja scheinbar wirklich immer so, dass die Items passen. Hier unten ist eigentlich auch nichts, was ich unbedingt haben will. Deswegen kann er sich gerne Franklins holen. Das Memento machen wir uns vorher safe. Oh, wow. Okay, krass, warte. Jetzt habe ich hier doch was Besseres rausbekommen. Gut, dann ist unsere Theorie vielleicht doch noch nicht so hundertprozentig unter Beweis gestellt, würde ich mal sagen. Er geht unten hin, das ist cool. Dann können wir hier die Sachen uns noch geiern. Gucken wir mal hier noch das und das. Schade. Dann nehmen wir uns den. Und das gelbe Memento Mori. Und so schnell sind 57.000 Blutpunkte weg und ein Level up da. Hier unten ist ein schönes Addon. Ich würde sagen, diesmal holen wir uns, obwohl hier, wenn ich hier lang gehen würde, würde ich ja sogar noch ein grünes bekommen. Ja, pass auf, wir machen auf jeden Fall den Diamantstein safe. Dann holen wir uns hier das Raubtier. Wenn der Entitus hier hingeht, fällt auch nichts weg, wo ich jetzt mega traurig drüber wäre. Und wir holen uns natürlich die schwarze Abwehr. Ich hole mir das hier nochmal eben schnell. Ich würde hier gerne... Ja, okay, hier gab es jetzt wieder nur ein graues. Weiß ja nicht, ob es sich jetzt weiterhin lohnt, die Kisten zu nehmen oder eher nicht. Wie gesagt, eben gerade lila eine Kiste genommen, pinkes Item bekommen. Oh, Memento Mori. Hier unten hätten wir den Dingens auf 3 Raubtier. Wäre natürlich nicht schlecht. 1, 2, 3, 4. Oder ich könnte sogar hier rumgehen eigentlich, weil das hier günstiger ist als das. Bekommen wir das Memento und den. Und dann geht die Dingens los. Er ist hier. Ich gehe hier hin, er geht hier hin, ich gehe hier hin. Ich würde die Teerflasche bekommen. Na gut, Leute, ich würde sagen, das ist dann der Weg, den wir einschlagen. Einmal so zum Memento. Ich bin jetzt nicht hier hingegangen, weil das hier natürlich nochmal 1000 günstiger ist. Ja, man muss auch ein bisschen hier die Finanzen im Auge behalten. Das habe ich safe. Dann holen wir uns lieber noch hier oben den Hohenstein. Ja, das könnte man auch nochmal mitnehmen. Jetzt lass mich hier reinschauen. Hier gibt es wieder nur das. Das gibt es ja nicht. Okay, wir holen uns die günstigen Addons. Und, oh, der war jetzt aber teuer, oder? Na gut, vielleicht... Nee, ich hab... Das war nicht das zweite, das war das dritte ja schon. Hier unten, ja, okay, dann gehen wir zu Vergissmeinnicht. Hier oben, obwohl hier auch coole Sachen sind. Hier ist so eine Feder. 1, 2, 3, dann hier hin. Ich könnte auch noch hier hingehen und dann direkt das Safe machen. Geht ja sogar klar. Siehst du, jetzt sind wir hier, zack, gehört mir. Da war auch jetzt wieder ein gelbes drin. Wenn er hier hingeht, fallen die ganzen weg. Das ist nicht schlimm. Wir probieren. Schade, dann hole ich mir das. Punkte-Offerings, meinetwegen. Gelbes Memento. Ich glaube, da hole ich mir wirklich lieber die Punkte-Offerings. Außerdem ist das da günstiger. Ob ich sie benutzen werde, weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob ich ein pinkes Memento nutzen will. Ein gelbes Memento. Ein pinkes werde ich mit Sicherheit mal nutzen. Da haben wir eins übrigens. Okay, lass uns kurz zum Schrein gehen. Und die kosten... Ah ne, der kostet mehr. Aber die lohnen sich nicht, finde ich. Da bezahlst du 250... Ne, 200 mehr, aber bekommst nur 50.000 mehr. Das bedeutet normalerweise, wenn 50.200 kosten würden, dann müsstest du hier auch 800 für bezahlen. Ne? Also die lohnen sich mehr, die Dreier. Aktuell ist Ruin im Schrein und ich habe auch das Gefühl, dass sehr viele Leute tatsächlich aktuell mit Ruin spielen. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt mit dem Schrein oder nicht, keine Ahnung. Wir haben dort oben Franklins und hier unten haben wir das Vergissmeinnicht. Wenn ich Vergissmeinnicht hole, als 2 könnte ich das noch safe machen und wäre auch hier recht nah dran. Oben gibt es grüne Addons, die zacken. Ah. Wie machen wir das jetzt? Ja doch, ich glaube, ich mache es aber so, dass ich hier rumgehe und mir dann hier Vergissmeinnicht hole. So, er geht hier hin, dann fällt das alles weg. Das ist zwar eigentlich schade, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Das bekommst du nicht, die 3000er. Die will ich haben. Und dann holen wir uns das hier noch. Okay.
Also ich denke, Evan bekommen wir auf jeden Fall fertig. Hier haben wir wieder Franklin und Einheizen. Grünes Memento, hier ist so ein Diamantstein. Da ist so eine Tasche, also 1, 2, 3, zack. Hier könnte ich noch Safe machen, ist eigentlich schön. Das hier lasse ich vielleicht sogar wegfallen, dann kriegt er halt das, aber ist nicht so wild. Hier sind zwei grüne Addons. Map Offerings, naja, kann man halt mal machen, wenn man gerade lustig ist, aber finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Wir holen uns das hier, schade. Hat er uns geklaut. So, ich würde mir gerne nochmal einen Blick in die Kiste werfen. Dann holen wir uns das Gelbe und dieses Grüne hier. Das Map Offering kannst du selber behalten, Entitus. Da sind ja doch noch ein paar, sind noch, ne? Guck mal, einheizen. Hier haben wir jetzt, vergiss mal nicht, schon auf 3. Hier unten ist ein 100%. 1, 2, 3, zack, zack, könnte ich safe machen. Hätte ich sogar noch die schwarze Abwehr einigermaßen. Ja, komm. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, dass wir hier nach unten gehen diesmal. So, das hier will ich auch noch haben. Ins Gelbe reinschauen lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Da hole ich mir lieber die Teerflasche hier. Hier haben wir ein paar 3000er. Den hier bekomme ich erstmal. Das hier. So. Okay, ja, man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass das jetzt mit den Kosten natürlich ganz anders aufgeschlüsselt ist. Hier oben ist ein Diamantstein. Das dunkle Reagenzglas ist mir eigentlich egal. Obwohl, als Trapper kann es schon mal nice sein, wenn du das alles ein bisschen dunkler machst. So. Wir haben, entweder gehe ich hier lang oder ich gehe hier lang. Es ist beides halt gleich teuer. Außer, dass das hier mehr kostet, aber am Ende muss ich ja sowieso alle kaufen. Ich gehe trotzdem hier lang, dann ist das hier nämlich schon mal einigermaßen safe. Und wir machen den Stein schon mal safe. So, und jetzt gehen wir mal zu der grünen Kiste, wenn er mich durchlässt. Danke. Ölige Schrauben. Ja, warum nicht? Ist auf jeden Fall schon mal besser als der andere Kram. Nehmen wir das so rum, Schwert. Das gehört mir. Und ja, Map Offering musste ich nehmen. So, 700.000 haben wir immer noch. Also es geht langsam voran. Einheizen ist das letzte. Das bedeutet zwei Level-Ups noch, wenn ich das jetzt richtig sehe. Wenn Einheizen jetzt das letzte Perk hier ist, dann müssten wir noch dieses Blutnetz und das nächste fertig machen. Dann haben wir noch ein bisschen was, um einen weiteren Killer zu leveln. So, wir machen hier erstmal so weit safe. Und er will dann hier hin und ich nur so, nö. Diamantstein gehört mir. Ich versuche erstmal, ob ich das da noch bekomme. Geil. Sehr gut. Und das hier bekommen wir auch noch. Dann schauen wir hier nochmal rein. Ja, Punkte. Die nehmen wir. Ich hole mir noch das grüne Addon hier. Und das hier gehört auch noch mir. Okay, Leute. Das letzte Blutnetz vorerst für den guten Evan, bevor es irgendwann mal wieder einen neuen Killer geben wird. Wir machen uns erstmal das pinke Memento hier fertig. Und dann holen wir uns natürlich Einheizen. Wow, und er startet dann einfach dort. Ich würde trotzdem gerne... Du Sausack. Naja, war nicht so wild. Das war nicht so wild, dass er das bekommen hat. So, gehen wir hier hin und holen uns die beiden Grünen. Dann hole ich mir das hier. Die beiden Gelben. Und das war's. Wenn ich den anderen jetzt fertig machen würde, wenn ich jetzt hier hingehe, würde der Entitus hier hingehen, dann wäre das Blutnetz fertig, aber Evan ist jetzt fertig. Alles auf 3. Lass mich einmal kurz durchschauen, nicht, dass es hier wieder irgendwie einen Bug gibt oder so. Wir haben auf jeden Fall die Anzahl der... Ja, das sieht gut aus. Alles auf 3. Läuft. Der nächste Killer ist fertig. Das heißt, wer ist jetzt? Billy? Anna? Der Doktor war noch nicht. Doch, den Doktor haben wir letztens fertig gemacht. Okay, sehr geil. Das heißt, wir haben jetzt 4 Killer, die schon mal perfekt sind. Als nächstes Geisty. Warum eigentlich nicht? Ich habe gestern im Stream schon ein bisschen Geisty gelevelt, weil ich halt über die 1 Million sozusagen sonst gekommen wäre und viel weggefallen wäre. Die guten Sachen habe ich mir gesichert. Ja, wir holen uns jetzt hier die Sachen, die einigermaßen günstig noch sind. Und ich weiß gerade gar nicht, wie viele Level wir mit ihm noch brauchen, mit Geisty. Wir haben jetzt hier... Hier ist gerade nur noch ein... Ah ne, hier ist noch KO, okay. Barbecue und KO. Ich denke, wir holen uns Barbecue, weil hier ein Memento ist. Ich muss auch nach... Hier, das ist ein sehr gutes Addon, das brauche ich. Ansonsten aber keins, wo ich auf Krampf hingehen müsste. Wir könnten hier dicht machen. Ich mach mal lieber so, weil das bekomme ich auf jeden Fall.
Da kommt er so schnell nicht hin. Wir holen uns mal das Wunder-Offering. Und dann gehe ich hier zu den... Okay, jetzt müssen wir hier hin. Dann gehen wir mal zu den günstigen Sachen. Ja, bei Geist hier ist es immer so eine Sache. Ah, ich bekomme den hier so oder so. Schade. Bei Geist hier ist halt immer das Problem, finde ich. Es gibt eigentlich nur so zwei coole Sachen. Einmal halt dieses Allsehende. Und einmal das, wo du einen Speedboost bekommst, das hier. Und das am besten halt entweder halt auch in sehr selten. Ja, sehr selten ist sogar das Beste da. Stimmt. Hiervon gibt es noch ein besseres mit 10 Meter Wallhack. Okay. Sehe ich das richtig, dass hier nur... Ne, KO und Vergissmein nicht. Wenn ich mir Vergissmein nicht hole... 1, 2, 3, 4, dann ist das hier safe. Dann müsste ich nur nach hier oben rennen, sozusagen. Hier könnte auch was Geiles drin sein. Er startet dort. Ja, pass auf, wir machen erstmal so. Ich glaube, ich hole mir sogar das erst und dann das. Und jetzt gehe ich erstmal zur Kiste. Meine Neugier ist zu groß. Na, siehst du, das war doch jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ich mache mir den hier safe. Okay, schade. Sollte nicht sein. Dann holen wir uns jetzt die ganzen günstigen Sachen. Und haben wieder ein Level up. Okay, wir können ja gleich mal nach der Runde, also was heißt nach der Runde, wir können gleich mal schauen, wenn ich hier fertig gelevelt habe, wie viele Level Geist ich noch brauche. 1, 2, 3, 4. Und hier unten könnten wir hier schon mal hingehen. 5. Oben ist noch Memento Mori. Ich glaube aber, dass ich sogar mit Geisty noch einige Memento Moris auf Tasche habe. Ich glaube, es ist tatsächlich wichtiger. Ich bekomme das Memento sogar. Sogar wichtiger, glaube ich, mit Geisty erstmal die ganzen coolen Add-ons zu haben. Weil, wie gesagt, ich meine, es kann natürlich sein, wenn der Geist gebufft wird, dass sie auch irgendwie ein bisschen an seinen Add-ons schrauben. Weil aktuell ist er halt wirklich darauf angewiesen, dass er vernünftige Addons mitnimmt. KO und vergiss mal nicht. Hier unten die Abwehr, hier ein Memento. 1, 2, 3, zack. Dann könnte ich hier ist leider ein Speedboost, aber ist, notfalls ist es zu verschmerzen. Ich könnte natürlich auch 1, 2, 3, 4, 5 gehen. Dann müsste ich direkt hier hingehen. Dann könnte es halt sein, dass ich die Abwehr nicht bekomme. Deswegen, ich würde sagen, Abwehr ist auf jeden Fall größer als das hier. Gehen wir so. 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 Gehen schon mal hier hin für die Abwehr. Und uns das. Ich habe nichts übersehen, ne? Nö. Sieht nicht so aus. Okay. Er geht hier hin, er geht hier hin. Das fällt weg. Ja, ist halt so. Die anderen 3000er, die Addons holen wir uns zumindest mal. Das hier hole ich mir auch. Müssen uns sowieso was Gelbes holen. Früher oder später. Führt kein Weg dran vorbei. 300.000 haben wir immer noch. Okay. KO und vergiss mal nicht. 1, 2, 3. Es bringt mir beides nichts. Hier hätte ich dann das hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich möchte natürlich eher das Memento noch mitnehmen. Und die Kiste. Ich würde gerne einen Blick in die Kiste werfen. Es kann gut sein, dass hier halt ein cooles Addon drauf ist. Drin ist. 1, 2, 3. Lass mich kurz lernen. 4, 5. So, er startet. Wir gehen hier hin, er geht dorthin. Ich gehe hier hin, er geht dorthin. Er könnte es klauen. Kriege ich beides vorbereitet? Ich glaube nicht, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, ich werfe mal lieber erstmal einen Blick in die Kiste, bevor ich das Memento hole. Okay, hat sich nicht gelohnt. Mal schauen, ob wir es bereuen. Glück gehabt. Okay, hätte jetzt auch anders laufen können. Dann holen wir uns hier noch den 1-Sekunden-Speed-Boost zumindest. Verringert die Abwesenheitsdauer der Glocke. Ich meine, ich könnte es mir mal holen. Ist halt einigermaßen günstig. Überlebende. Ja. So, muss ich sowieso. Die gelben muss ich mir sowieso holen. Dann das hier brauchen wir. 10 Meter Wallhack ist super geil. Und wir haben hier den Blutwächter und vergiss mal nicht. Da gibt es Blutpunkte. Unten ist noch eine Abwehr. Die ist auch sehr wichtig. Ich würde gerne die Abwehr holen und halt eins der Perks. Ich hole mir mal das günstigere in diesem Fall. Einfach nur so, weil wir es können. Geschwindigkeitsboost.
So, Blutwächter. Zack. So, komm bitte, spiel mit. Yes, danke, Entitus. Ich mag die. Wir holen uns das. Hier wäre noch ein grünes Memento. Haben wir uns auch gegeiert. Dann holen wir uns die 3000er. Fällt mir natürlich jetzt ein bisschen Widerschein der Glocke. Ja, können wir mal mitnehmen. Vielleicht werden die Addons ja gut auf dem neuen Geisti. Der soll ja auch sich irgendwie schneller wieder unsichtbar machen können und so weiter. Mal schauen, wie sie an ihm rumwerkeln. Hier hätten wir einen Wallhack, einen recht geringen. Dann lieber vielleicht das hier noch holen. Fick es mir nicht. Also sonst gibt es ja eigentlich nichts, wo ich sage, das brauchen wir unbedingt. Ja, pass auf. Wir holen uns den hier zumindest schon mal. Und dann starten wir direkt hier ins Blutnetz rein. Das hier bekommen wir auch. So, er hat hier ein bisschen was weggesnackt. Wir gehen hier hin, weil er jetzt mit geht. 3000er sicher machen. So, einmal das und den für 3000. Kommen wir doch gut durch. Level 50. Wie viel haben wir jetzt hier noch drin? Wir haben zwei. Ah, guck mal, einheizen sogar. Kommt jetzt noch neu dazu, also ein paar Level. Werden wir doch noch brauchen. Das ist wieder ein schönes Blutnetz eigentlich. Hier gibt es ein paar Sachen. Die Abwehr würde ich auf jeden Fall gerne mir holen. Das Memento. 1, 2. Oder, oh, hier über die Blutpunkte einfach. Dann holen wir uns einheizen. Auf 1. Holen uns das Memento. Holen uns die Abwehr. Gehen hier hin. Dahin. Das bekommst du nicht mehr. Ja, die 3000er machen wir mal safe, ganz ehrlich. Die soll sich mal lieber die anderen Sachen holen. Das ist auch so, ne? Gewährt Tarnung bei der Rückkehr aus der Unsichtbarkeit, wenn du stillstehst. Das ist so Insidious für Trolls, quasi. Weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, auch noch nie genommen. Ist interessant. Ich meine, klar, wenn du dann einfach irgendwie aus der Unsichtbarkeit kommst und die Leute sind verwirrt, ne? Weil du dann auf einmal unsichtbar bist und dann denken sie, ah, der muss sich erst enttarnen und dann auf einmal gehst du los, zack, ab aufs Maul. Kann schon mal was bringen, klar. Wir haben hier einen schwachen Wallhack. Hier unten ist ein guter Wallhack. 1, 2, 3. Dann haben wir den safe quasi. Und könnten hier oben noch das Memento mitnehmen. Kommen wir sogar recht günstig hin, weil da nur 3000er sind. So, das gehört mir. Und das hier auch. Jetzt geht er hier außen rum. Schade. Wir holen uns die grüne Kiste. Oh, guck mal, da war jetzt auch ein Lilanes drin. Okay, ich weiß noch nicht so recht, wie sich das jetzt irgendwie, wie das jetzt genau funktioniert mit den Kisten. Das ist schon merkwürdig, ne? Gewährt Tarnung, nee, das hole ich mir nicht mehr. Ich hole mir lieber die günstigen Sachen. Ach, shit, ich hab das vermisst. Okay, wir haben noch 7000. Das bedeutet, das hier ist dann der Stand der Dinge. Jetzt kommen Franklins noch dazu. Hier gibt's auf jeden Fall, oh ja, hier müssen wir nach oben. Guck mal hier. Allsehen, das Allsehen ist auch nicht schlecht mit 8 Metern, aber das mit 10 brauchen wir auf jeden Fall. Hier unten ist noch ein Speed Boost. Also dieses Blutnetz ist wirklich schön. Da gibt es einiges, was man sich gerne mitnehmen würde. Lasst uns eben gucken, was natürlich auch sein kann, Leute, ne? Dass in einem Grauen alles von Grau an sein kann nach oben, in einem Gelben von Gelb an nach oben, in einem Grün von Grün an nach oben und so weiter. Und das ist halt dann einfach die Chance, wenn du ein Graues öffnest, auch sehr hoch ist, weil es halt die meisten grauen Sachen gibt oder so. Vielleicht wird das jetzt irgendwie so ausgelost. Und wenn du ein Grünes hast, es gibt jetzt ja nicht so viele grüne Sachen, weil viele Graue und Gelbe schon wegfallen, dass manchmal dann eher was Hochwertiges kommt. Ich weiß es nicht genau, wie sie es jetzt gemacht haben. So, lass uns mal eben einen Blick drauf werfen. Wir haben hier alles schon mal komplett auf 3. Wir haben hier alles, bis auf das hier, das wäre ein Level. Ein Level. Zwei, drei Level. Und Franklins fehlt 6 Level. Also wenn ich das richtig sehe, müssen wir mit dem Geisti noch 6-mal hochleveln. Und dann ist auch der Geisti komplett. Dann würde ich sagen, nehmen wir als nächstes Geisti in Angriff. Und dann haben wir noch die 4. Dann haben wir hier die 5 sind. Die 4 müssen. Ja, und Freddy hat noch 3 Addons. Danach könnten wir ihn mal wieder ein bisschen prestigieren. Sally, warte mal, ich guck mal auf meine Liste. Was hat Sally? Da habe ich jetzt gerade noch 47 stehen. Aber ich weiß nicht, ob die Zahlen noch korrekt sind. Aber ein bisschen was haben wir noch zu tun auf jeden Fall. Gut, Leute, danke fürs Zuschauen. Wir haben Blutpunkte rausgekloppt. 1,2 Millionen für Geisti und für den Trapper. Also gemeinsam 1,2 Millionen, nicht für jeden. Das wäre schön.
Und dann würde ich sagen, macht ihr euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.